Habt ihr eigentlich einen Spiegel, wo wir uns mal begutachten können? Wie wir aussehen? Ach du Scheiße, wie sehen wir denn aus? Ich hätte mich jetzt nicht mehr erkannt. Das ist doch nicht mein. Wie? Gott, ich muss hier raus. Oh, das war. Also ich glaube, da können wir alle. Wie kann ich helfen? Ich brauche einen Flug nach Night City. Natürlich. Ein AV steht für Sie bereit. Ich hole Sie gleich ab. Endlich wieder auf den Beinen? Das ist sehr schön. Naja. Wie? Hast du mich gehört? Meine Frage. Delamann! Ist der Alkohol, den ich für Mr. Vector gekauft habe, angemessen? Mr. Vector. Ach, das ist der Victor. Ja, perfekt. Genau das, was ich wollte. Wird Vic gefallen. Ach, Delamann. Sorry. War kurz ganz woanders. Wie schön. Du bist also wieder in NC, wie... NCV, das klingt doch nett. Ich habe mich gefragt, ob uns beide noch weitere Reisen erwarten. Wobei mir nicht entgangen ist, dass du abwesend wirkst. Wie fühlst du dich? Wie ein Ausgestoßener, wenn ich da rein muss, das noch verarbeiten. Ich muss das irgendwie noch verarbeiten. Ich stehe noch total unter Schock, wenn ich ehrlich bin. Gestern war ich noch ein Teil dieser Straßen. War hier zu Hause. Falls es dich tröstet. Ich glaube nicht, dass Night City sich stark verändert hat. Mann, war lange nicht mehr hier. Was hat sich sonst verändert? Die ganze Stadt spricht darüber, dass Arasaka sich größtenteils aus Night City zurückgezogen hat. Du möchtest vielleicht die Nachrichten hören. Ich schalte das Radio ein. Und jetzt zur brandheißen Frage der Woche. Yorinobu Arasaka. Was ist passiert? Unser heutiger Gast ist Masao Adams, Autor der Biografie Der gezähmte Drache. Herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich, hier zu sein, Sven. Ein Sprecher von Arasaka gab kürzlich bekannt, dass Yorinobu als CEO zurückgetreten ist. Stimmt das oder ist das völliger Quark? Also, Stan. Es geht um einen Mann, der mal freiwillig ins Familienexil gegangen und einem Nomadenclan beigetreten ist, im Konflikt mit Vertretern seines Vaters. Dass er einfach selbst von der Bildfläche abtreten würde, ist kein bisschen plausibel. Du meinst also, er hatte Hilfe? Aber warum? Mit welchem Ziel? Es ist doch ganz einfach. Yorinobu wollte Arasaka absichtlich zerstören. Das zeigt seine Lebensgeschichte. Irgendwann ist der Vorstand aufgewacht und hat den Saboteur rausgeschmissen. Faszinierende Theorie. Zuhörer können darüber mehr erfahren in Masao Adams' neuestem Buch Der verlorene Phönix. Stimmt, jetzt fällt mir ja ein, dadurch, dass wir jetzt eine andere Entscheidung getroffen haben, haben wir ja nicht mehr auf Arasaka Einfluss genommen, ne? Da habe ich Yorinobu wohl falsch eingeschätzt. Wenn seine Leute nicht versucht hätten, mich umzubringen, könnte er mir fast leid tun. Ich muss zugeben, er hat sich als interessante Persönlichkeit herausgestellt. Krass. Arasaka zieht sich zurück. Richtig. Andere Konzerne versuchen, das Loch jetzt zu füllen. Na, Johnny, du hast deinen Wunsch bekommen. Arasaka ist raus. Naja, aber dafür sind Konzerne wie Hydrin. Schlag einen Kopf ab und du kriegst zwei neue. Ja.
Sprichst du mit mir? Nein, mit mir selbst, Del. Ist egal. Da wären wir. Ich gehe jetzt lieber. Ich warte hier auf deine Rückkehr. Hör mal, wie, wenn ich das anmerken darf. Uns allen geht irgendwann der Treibstoff aus. Aber das soll nicht heißen, dass man die Reise nicht genießen soll. Gott, ey. Werden wir überhaupt bei Vic ankommen? Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher, ey, wenn ich ehrlich bin, ey. So, was ich jetzt hier so im Augenwinkel gesehen habe von der Stadt, sieht das alles andere als irgendwie gut aus. Und wir sind nicht unbedingt in der besten Verfassung, würde ich sagen, ne? Hey du, bleib stehen! Ach komm schon, das muss doch jetzt nicht sein. Du kommst nicht von hier, oder? Schnell weg. Oh Gott. Das sieht alles so anders aus. Willkommen bei Zetatech Network. Was führt Sie in unsere Klinik? Hä? Ich will zu Victor. Kann ich durch zu ihm? Haben Sie einen Termin? Ja, einen privaten. Ja. Hier ist das auch notiert. Bitte beeilen Sie sich. Der nächste Patient kommt bald. Okay. Was ist denn hier passiert? Oh, die finde ich nicht schön, die Zukunft. Das gefällt mir alles nicht. Das Ende mag ich nicht. Dieser Spielstrang wird gelöscht aus uns. Das kann ich jetzt schon sagen. Also ich weiß zwar nicht, wie das andere Ende wird, aber besser kann das, also das kann nicht schlimmer sein, oder? Vic, schön dich zu sehen, alter Ripper. Wie lange ist es her? Naja, kommt drauf an, wen du fragst. Du machst das zur Gewohnheit, hä? Von den Toten auferstehen. Ich dachte wirklich, ich sehe dich nie wieder. Flasche geben, komm schon, ich heul gleich, hast dich geirrt, wirst mich nicht so komm leicht schon. Los. Du wirst mich nicht so leicht los. Ich muss zugeben, dass ich schon öfter dachte, dass du nicht wiederkommst. Auf eine glückliche Rückkehr. Es gibt eine Regel. Kein Alkohol in der Klinik. Könnte dafür verwarnt werden. Warum ist es nicht mehr deins? Das ist die gleiche Sorte, die Jackie und ich getrunken haben. Es lief der Titelkampf im Mittelgewicht. Oh Gott, das erzählt mir so was Emotionales. Malone gegen Kano. Ich kann mich noch genau erinnern. Ja, so viele Erinnerungen. Erinnerungen sind gut. Sie erden dich. Machen einen Ja, Moment. Das waren noch Zeiten. Es hat sich viel verändert. Jackie ist tot. Misty ist auch weg. Und all ihre Düfte. Na gut, rauf mit dir auf den Stuhl. Meinst du echt, das wird was? Mach mir keine falschen Hoffnungen. Das wird schon. Glaub mir. Wahrscheinlich kommt jetzt die Erkenntnis auch. Also, wie fühlt es sich an, wieder am Leben zu sein? Alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Nicht also, so gut. Fühlt sich's gerade irgendwie an. 2 Jahre. Und alles, wofür ich gearbeitet habe, ist weg. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du bist noch jung. Du findest einen neuen Platz im Leben. Du meinst so wie du? Und jung bist du nicht mehr. Was genau willst du damit sagen? Deine Klinik. Was ist damit passiert? Wirkt irgendwie kühler hier. Du redest jetzt nicht von der Klimaanlage, oder? Du weißt, was ich meine. Was soll ich dir sagen? Konzernstandards, Richtlinien. Ich habe mich angepasst. Das ist schon alles. Aber ein bisschen Individualität habe ich beibehalten. Naja.
Was ist passiert, Vic? All die Jahre wehrst du dich und dann lässt du dich kaufen? Wieso? Der Druck wurde immer höher, wie mit wiederholten anonymen Drohungen meine Klinik anzuzünden. Mir blieb nichts anderes übrig. Das war das Beste für die Klinik. Man hat immer eine Wahl, Vic. Immer. Wenn das so ist, habe ich hoffentlich die richtige getroffen. Hast du Misty vorher nach ihrer Meinung gefragt? Natürlich habe ich das. Und was hat sie gesagt? Sie hat einiges gesagt. Wahrscheinlich ist sie deswegen auch nicht mehr da, ne? Sie ist sensibel. Viele Veränderungen, vor allem unangenehme. Sie hat sich hier nicht mehr wohlgefühlt, verständlicherweise. Ich vermisse sie. Hoffentlich ist sie zufrieden. Hoffentlich werden wir das alle sein. Oh Gott, irgendwie, das ist so ein schlimmes Ende, oder? Meinst du, wir hätten irgendwas besser machen können? Nein. Kein Zögern. Wenn es bessere Möglichkeiten gegeben hätte, hätten wir die genutzt. Oder uns eingeredet, dass sie nicht besser waren. Vic, vernünftig wie immer. Mit erreichbaren Träumen. Die hatte ich noch nie. Das lernst du noch. Sonst bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Der Kern sieht recht gut aus. Gucken wir uns deinen motorischen Kortex an. Und? So was habe ich noch nie gesehen. Dein Kortex reagiert einfach nicht mehr auf Signale von Implantaten. Wenn ich die Neuroport-Firmware neu installiere? Nein, das würde... Oder ein Wechsel zu binären Signalen. Das gäbe lebensbedrohliche Schocks. Du kannst helfen, Vic. Ja. Ich hab mich wohl geirrt. Sorry. Siehst du, Vic? Ich hab's dir doch gesagt. Es gibt kein Zurück. Ich bin limitiert. Fuck. Und du ein Konzernripper. Das sagst du so, als hättest du nichts Lebenswertes mehr. Du hast dich verändert, ja. Aber du lebst. Hey, ich musste mich auch anpassen, aber Ripper bin ich trotzdem. 2 Jahre. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber für mich war das weniger Zeit. Ich seh's. Du bist unglücklich. Tust nur so, als wärst du selbst. Ich hab so echt, das ist so schlimm gerade. Glaubst du das wirklich? Ja. Weg doch, schnell jetzt. Es gab Ärger. Ich brauche Hilfe. Kannst du gerade nicht? Nicht jetzt, Tyler. Komm morgen wieder. Komm morgen wieder? Das ist ein Freund. Gehört nicht zum Konzern. Bitte, das ist mir wichtig. Komm später wieder. So läuft das nicht. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Tyler, bitte. Victor, okay. Nimm's. Ich wollte gerade gehen. Scheiße. Wie? Es tut mir so unglaublich leid. Victor! Hey, komm jederzeit vorbei, ja? Klar. Na klar, komm ich vorbei. Mach die Tür zu, wenn du gehst, okay? Ich muss mich um Tylers Problem hier kümmern. Tja, Leute. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das Ende ist echt übel. Aber es war so klar, dass ich mich natürlich erstmal für das beschissenste Ende erstmal entscheide.
Also für mich ist, ich weiß ja nicht, wie die anderen noch sind, aber das ist echt, also das ist echt nichts für mich, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich werden wir das gar nicht mehr schaffen bis zum Delaman. Wahrscheinlich war das jetzt unser kurzer Ausflug. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich zusammengeschlagen und getötet, weil wir ja keine Kraft mehr haben. Und das war es wahrscheinlich noch. Hey, siehst du das, Jimmy? Ein Konzernlutscher. Jetzt lass doch mal, Mann. Easy. Komm schon, her mit deiner Knete. Na los. Ich arbeite nicht für einen Konzern. Hältst du mich etwa für blöd? Bist gerade aus einer Zetatech-Klinik spaziert. Eddies Schätzchen, sofort. Ganz schlechter Zeitpunkt. Mir doch scheißegal. Die Kohle! So ein Schwachsinn. Kein Anzug, ein Nomade. Oh, verdammt. Die Wraiths sind mittlerweile überall. Ruffin? Das ist ja noch besser! Booyah! Oh! Ja, ich glaube, es wäre jetzt egal gewesen, was. Ich glaube nicht mal, wenn wir die Eddies rausgerückt hätten, hätten wir, das ist jetzt das Ende. Wie? Aber du, was oh Gott, ist mit wie dir ist passiert? Misty, wie sieht die aus? Misty? Schön langsam. Alles nach dran? Die sieht ja komplett anders aus. Verdammt. Ich hätte dich nie auf der Straße erkannt. Die Jacke. Ist das Jackies? Ja. Du hast dich kaum verändert. Etwas blass, aber... Ja. Die Zeit ist stehen geblieben für mich. Was ist bei dir los? Oh Gott, was ist mit Misty passiert? Oh. Ganz ehrlich, ich fühle mich total verloren. Ich wurde von zwei Versagern zusammengeschlagen. Warum hast du dich denn nicht gewehrt? Konnte ich nicht. Ich... ist eine lange Geschichte. Oh. Ist der Relic dran schuld? Die Entscheidung. Ich weiß, ich sollte mir Sorgen machen, aber... ich bin einfach so froh, dich zu sehen. Ich hab dich so vermisst, Misty. Fühlt sich an, als hätten wir uns gerade erst gesehen. Es waren nur 2 Jahre wie... nur ein Augenblick für das Universum. Das muss schwer für dich sein, ich weiß. Aber auch schwere Zeiten gehen vorbei. Wie alles im Leben. Hm. So einfach ist das nicht, Misty. Alles hat sich verändert. Wirklich alles. Du siehst doch, was passiert ist. Ich kann mich nicht mal mehr gegen ein paar Versager wehren. Was mache ich jetzt? Du musst leben wie andere normale Menschen. Dunkle Gassen vermeiden, vor Schüssen wegrennen. Das so klingt das ja halt. Genau wie für unser Wie, ne? Sieht so dein Leben aus? Willkommen in der Welt der Normalsterblichen, Wie. Ich werde bald abgeholt, aber ich habe noch 1-2 Minuten. Ich habe dich echt vermisst, weißt du? Mann. Die sieht so anders aus, ist so krass. Du Night City verlässt. Echt eine Überraschung. Eine seltsame Geschichte. Weißt du, warum ich mich dazu entschieden habe? Hast du die Karten gelesen? Nein, nicht die Karten. Aber so ähnlich. Mein Lieblingskräutergeschäft ist abgebrannt. Ich wollte weißen Salbei kaufen, doch ich fand nur eine verkohlte Ruine vor. Und da wurde mir klar, dass nichts mehr ist wie vorher. Jackie ist tot. Du bist verschwunden. Ich wusste, ich muss das Esoterikum schließen. Ohne mein eigenes Gleichgewicht kann ich anderen mit ihrem nicht helfen. Nichts wird ewig. Du findest deinen inneren Seelenfrieden wieder. Wahrscheinlich. Dann verliere ich ihn wieder, finde ihn. Und der Frieden wird jedes Mal ein anderer sein. Ein Frieden, der auf etwas Neuem aufbaut. Irgendwie schön gesagt. Ah. Oh.
Misty, sag mir einfach, was ich machen soll. Gleichgewicht oder nicht. Du hattest immer Ratschläge. Ich sag dir, wie ich es aus meinem dunklen Loch geschafft habe. Wie denn? Ich habe erfahren, dass ein alter Freund noch am Leben ist. Ich gebe nicht auf, vielleicht kann ich fix sein, ich kann Wunder hoffen. Du hast die beste Entscheidung getroffen. Vielleicht können wir ja auch mit Panam die Stadt verlassen. Oh, das hat sie schon. Aber dich hält hier nichts mehr wie. Du könntest auch woanders hin. Das ist der Vorteil, wenn man nur ein Gesicht unter vielen ist. Ein Gesicht unter vielen. Oh, da hat sie jetzt also, genau unser Fängst du irgendwo neu an? Getroffen. Was meinst du? Ja, vielleicht ziehen wir auch ich weg. Ich kenne so wenig von der Welt. Vielleicht sollte ich auch weggehen. Und vielleicht kann ich mein neues Ich finden. Irgendwo da draußen. Wenn du in einem gewissen uralten Wald in Polen landest, helfe ich dir suchen. Nach was? Mein Wagen wird gleich da sein. Bringst du mich hin? Oh Gott, wie unser Wie ausschaut, ey. Ich kann damit irgendwie nicht so leben, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Nun, was wir uns wiedersehen. Das hoffe ich. Gott, es ist ganz oh, wie. Hast du die Kette mit der Kugel noch? Ich... habe ich wohl verloren. Dann such nicht danach. Ist nicht mehr wichtig. Gott, es ist traurig. Oh Gott, das ist traurig, ey. Oh Gott. Es kommt jetzt der Abspann. Das war Cyberpunk 20. Hey, oh. Du hast also den Biochip abgeschlossen. Und Johnny gewissermaßen auch. Du bist immer für eine Überraschung gut. Kleiner. Guck mal, aber ich habe gehört, es hat dich echt viel gekostet. Warum ist die schwarz? Das tut mir leid. Ehrlich. Vor einer Weile hat im Afterlife jeder über dich geredet. Ein paar Leute wollten dir sogar deinen ganz persönlichen Drink auf der Karte verschaffen. Vielleicht sollten wir sie weiter glauben lassen, dass du nicht mehr am Leben bist. Versteh mich nicht falsch. Die Tür zu meinem Club steht dir immer offen. Aber dein Legendenstatus, naja, der würde mit jedem Besuch nachlassen. Denk drüber nach. Vergessen werden wir dich jedenfalls nie. Ich weiß, dass du in Night City bist. Gesund und ohne Biochip in deinem Kopf. Herzlichen Glückwunsch, Fern Takumura.
Viel Zeit ist vergangen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Die Worte eines alten Samurai drücken meine Gedanken gut aus. Starke Medizin schmeckt stets bitter. Nach deinem Verschwinden haben Hanako-sama und ich Yorinobu gestellt. Wir wollten den Arasaka Tower einnehmen. Das gelang uns nicht. Hanako-sama lebt nicht mehr. Oh. Ich werde für ihren Tod verantwortlich gemacht. Halte mich seit 2 Jahren versteckt. Mein Leben ist wie die Müllhalde, auf der ich dich gefunden habe. Das wollte ich dir sagen. Du warst eine sehr starke Medizin. Wie? Wie? Hey. Hey, Mitch. Ich fass mich kurz, okay? Das sieht alt aus. Hör mal, also... Es ist nett, dass du dich bei Panam gemeldet hast. Gut zu wissen, dass du an einem Stück bist. Aber, naja, erwarte keinen Rückruf von ihr, okay? Lass sie am besten ganz in Ruhe, wenn's geht. Als du verschwunden bist, hat sie das echt hart getroffen. Leute wachsen ihr nicht so schnell ans Herz, aber wenn es passiert, ist sie auch leicht verletzt. Ich weiß, dass das nicht deine Absicht war. Also verstehst du das bestimmt. Du solltest dir und ihr das nicht antun, okay? Ruf einfach nicht mehr an. Oh Mann, es wird immer schlimmer. Wenn ich an all das zurückdenke, an dich, an Songbird. Ich weiß, wir haben das Richtige getan. Warum, frag ich mich dann nur, was ich hätte ändern können. Du hast erlebt, was sie drauf hat. Ich musste sie aufhalten. Vielleicht habe ich mich auf diese Art selbst bestraft. Das tut scheiß weh. Aber das soll es wohl auch. Hey, wie? Unser letztes Gespräch lief nicht so toll, ha? Huh? Wollen wir das nochmal versuchen? Ein paar Bier trinken, uns einen alten Kampf angucken. Eine schöne Erinnerung für unser neues Leben. Die wollen die Klinik renovieren. Schicken mich ausgerechnet nach San Francisco. Ja, wie? Das war wohl nix, gibt wohl einen Neuanfang für uns beide. Aber es wäre einfacher, wenn man das letzte Kapitel richtig abschließen könnte. Naja, für mich zumindest. Was hältst du von der Idee? Kommt noch was? Nee. Also, das war das Ende der Turm Nothing Done Changed. Also, meine Lieben, das war für mich echt mit das schlimmste Ende, das es in dem Spiel gibt. Also, das muss ich sagen. Ich glaube, die anderen können nicht mehr schlimmer werden. Also, damit kann ich nicht leben. Das Ende ist echt... Nee, damit kann ich überhaupt nicht meinen Seelenfrieden finden. Das ist genauso beschissen wie das Ende, was wir in der Hauptstory gespielt haben, wo wir Arasaka vertraut haben. Also die beiden Enden sind für mich sehr ähnlich. Sie sind nicht gut. Ja, da könnte ich noch eher mit dem Ende leben, dass wir... dass wir Songbird gerettet haben und selber sterben müssen. Also mit dem könnte ich noch eher leben als mit diesem Ende. Also wir haben es jetzt mal angeschaut. Also für mich ist jetzt schon mal klar, das ist mein schlechtestes Ende, obwohl ich die anderen noch nicht kenne, aber schlimmer kann es ja nicht mehr werden, oder? Ich weiß nicht. Also sag niemals nie, aber holy moly, ich glaube, das ist nicht so das geniale Ende. Also für uns nicht. Also nein. Es hat mich emotional sehr getroffen zwischendrin und zwischenzeitlich. Ich musste manchmal sehr still sein, weil mir doch das ein oder andere Tränchen vielleicht über die Wange gerollert ist. Also dass ich Johnny so verloren habe, dass alles sich so verändert hat, wir 2 Jahre im Koma lagen, dass alles so unmöglich gelaufen ist. Nee, das ist wirklich, da kann ich nicht so gut mit leben, mit dem Ende. Aber wir haben es jetzt gesehen, ihr Lieben. Und
werden auf jeden Fall die anderen Enten spielen, weil das geht nicht, ne? Aber das machen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt zwei, also wir haben von dieser Hauptentscheidung jetzt die eine Entscheidung getroffen, dass wir Songbird vertraut haben und haben am Ende nochmal zwei Entscheidungen gehabt. Die haben wir beide durchgespielt. Wir haben einmal Songbird eben zu den Sternen geschickt. Das hat für uns nichts geändert, aber Songbird kann eventuell, was wir aber leider nicht wissen, überleben. Oder wir haben uns eben für das andere Ende entschieden, dass wir dann am Ende, ganz am Ende nochmal Reed vertraut haben und die Songbird verraten haben. Und das ist das Resultat aus diesem Ende. Und ich glaube, das ist nicht das, wohl unser Herzchen, aber zumindest nicht mein, ich will ja nicht bei euch mitsprechen, aber mein Herzchen auf jeden Fall nicht hingeht. Das ist klar, also das ist nicht mein Ende. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ey, Bina hat voll geil, das ist voll das gute Ende. Vielleicht, ne? Jeder sieht das anders. Aber für mich persönlich ist es nicht das gute Ende. Für mich persönlich ist es ein Ende, was ich auf gar keinen Fall möchte. Dann doch lieber die andere Version. Dann habe ich zumindest noch eine gute Tat getan, aber damit kann ich irgendwie gar nicht leben. Ja. Aber dann haben wir jetzt das gemacht und jetzt schaue ich nochmal, ob ich einen älteren Spielstand noch finde und wir nochmal die andere, die Mission nochmal spielen können ab den Netrunner-Zwillingen und da dann eben die Entscheidung treffen und Reed vertrauen. So, und dann haben wir wahrscheinlich wieder am Ende zwei Wege, die wir wählen können und dann schauen wir doch mal, was sich am Ende besser anfühlt. Und dann entscheiden wir, welches Ende wir einfach wählen, was für uns das Best End ist. Ob es mein persönliches Best End ist, befürchte ich nicht. Aber das beste Ende, mit dem ich dann am Ende wählen, leben könnte. Ne? Vielleicht ist es ganz am Ende auch eins aus der Hauptstory, weil ich sage, ich könnte mit keinem vom Phantom Liberty Enden richtig gut leben, dass ich am Ende doch tatsächlich wieder eins aus der Hauptstory auswähle. Aber da schauen wir jetzt mal, wenn es dann soweit ist, wenn wir alle Enden durch haben. So, ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Jetzt ist diese Reise mit diesem Spielstand vorbei und wir werden nochmal in die anderen Enden reinschauen. Dankeschön für eure Zeit. Vielen lieben Dank für eure Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall in dem nächsten Teil nochmal in den anderen Enden Entscheidungen. So, jetzt aber. Ich bin raus, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Ciao.